Servus und willkommen zu einem neuen Video beim Bavel Medic. In diesem Video, das zweite aus der Reihe Sanitäter Basics, geht es um das Thema die richtige Einlage eines Gürteltubus. Viel Spaß bei diesem Video. Nachdem ihr im letzten Teil schon gesehen habt, wie ihr einen Patienten mit einem Beatmungsbeutel richtig beatmet, geht es in diesem Video um die richtige Einlage eines Gürteltubus. Ein Gürteltubus ist ein Hilfsmittel, das bei einem bewusstlosen Patienten eingesetzt wird, um zu verhindern, dass die Zunge nach hinten rutscht und somit den Atemweg verlegt. Und ich würde sagen, schaut euch einfach an, wie es richtig geht. Wie bei allen Maßnahmen am Patienten, zieht euch vorher immer einmal Handschuhe an, um den entsprechenden Eigenschutz zu wahren. Da es sich bei diesem Patienten um einen bewusstlosen Patienten handelt, müssen wir vorher, bevor wir irgendwas weitermachen, die Absaugbereitschaft herstellen. Das heißt, das habe ich jetzt schon gemacht. Und bevor wir den Gürteltubus jetzt einlegen können, müssen wir die entsprechende Größe ermitteln. Wir haben jetzt hier einmal die Größe 3, die Größe 4 und die Größe 5. Das sind so klassische Erwachsenengrößen. Und die Größe bestimmt sich jetzt durch den Abstand zwischen Mundwinkel und Ohrläppchen. Wir können jetzt hier zum Beispiel mal die Größe 3 anlegen. Zwischen Mundwinkel und Ohrläppchen. Und man sieht jetzt hier, dass so ungefähr 1,5 cm noch fehlen bis zum Ohrläppchen. Das heißt, der hier ist zu klein. Jetzt können wir auch nochmal die Größe 5 anlegen zwischen Mundwinkel und Ohrläppchen. Und der ist jetzt hier zu groß, der steht über. Und dann zeige ich jetzt hier nochmal die Größe 4 zwischen Mundwinkel und Ohrläppchen. Der passt hier perfekt rein. Das heißt, das ist die Größe, die wir jetzt verwenden werden. Um den Gürteltubus jetzt am Patienten einführen zu können, müssen wir den sogenannten Kreuzgriff durchführen. Dazu nehmt ihr eure nicht dominante Hand, bei mir jetzt die linke Hand, und nehmt jetzt euren Daumen und Zeigefinger und führt die aneinander vorbei. Also wie ein X sieht das Ganze dann aus. Und jetzt können wir hier den Mund öffnen und können ihn auch gleichzeitig überstrecken, den Kopf. Somit können wir den Gürteltubus vernünftig einführen. Jetzt nehmen wir unsere dominante Hand und führen den Gürteltubus jetzt entgegen seiner anatomischen Form nach hinten ein, also am harten Gaumen entlang. Wir schieben ihn ein etwas runter und drehen ihn dann einmal um 180 Grad, drücken ihn nach unten und jetzt sitzt er auch schon vernünftig im Mund- und Rachenraum des Patienten und wir können jetzt mit der Beatmung fortführen. Und auch hier sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch nicht genug habt, dann habe ich euch jetzt hier oben einmal ein Video verlinkt. Da geht es zum Fingerverband, also sprich, wie mache ich den richtig. Und unten geht es zum Stütz- und Kompressionsverband. Da seht ihr auch, wie ich das Ganze richtig durchführe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.